Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr im Titel schon erkannt habt, muss ich mich leider trennen. Zum Glück nicht von meiner entzückenden Freundin, sondern leider von diesem schönen Bassboot. Ich habe das mittlerweile knapp 3 Jahre. Ich möchte auf was Größeres umsteigen. Mit 30 PS, den Motor habe ich schon, und das große Aluboot, was dann dazu kommt halt noch dazu, ist noch nicht da, aber dafür spare ich gerade. Dieses Boot wird dementsprechend verkauft, und ich möchte euch unbedingt vorstellen, was ich alles hier gebaut habe bei diesem Boot, denn ich sag mal so 90% des Bootes ist selber gebaut. Den Motor habe ich nicht selber gebaut, aber sonst habe ich das meiste tatsächlich selber gebaut, zusammen mit meinem Vater, der hat mir da sehr viel geholfen. Und das möchte ich euch einfach mal vorstellen, kurz und knapp. Staufach 1, Staufach 2, Staufach 3, Staufach 4, 5 und da, wo meine Freundin drauf sitzt, 6. Zack, Gasdruckfeder. Hier ist der Tank. Hier habe ich gerade nur die Kiste von meiner Drohne. Gepaart ist dieses Boot mit einem 15 PS Mercury Kurzschaft 4-Takt-Motor. 2013er Baujahr, sehr schöner Motor, funktioniert sehr, sehr gut, macht keine Probleme und ist optisch auch meiner Meinung nach echt hübsch. Ja, und für die, die es nicht wussten, 15 PS ist noch in Deutschland führerscheinfrei. Heißt, da braucht ihr keinen Bootsführerschein, um dieses Boot mit dem Motor fahren zu dürfen. Starten tut das Ding, indem ihr einmal hier dran zieht, Vorwärtsgang einlegen, ganz simpel, Rückwärtsgang. Neutral, und das ist das Geile an diesem Motor, dass die Steuerung in der Hand ist. Also hier, zack, zack, zack. Gerade das wird bei diesem Motor oft bevorzugt, aber genug über den Motor, denn eigentlich geht es um dieses Boot heute. Und zwar habe ich auf diesem Boot heute mit meiner Freundin zum Beispiel mal wieder geschlafen. Habe ich oft gemacht. Das Boot ermöglicht das sehr, sehr gut. Denn ich habe hier etwas eingebaut. Zack. Zack. Und da könnt ihr den ganzen Plunder reinmachen, aber gleichzeitig auch eure Füße. In dem Fall bei mir und meiner Freundin haben wir es so gemacht. Matratze hinlegen, Füße können bis da hinten rein. Hier ist ja genug Bodenfreiheit. Mega, mega cool. Auch hier haben wir ein Fach, was wir komplett vollgestopft haben. Ihr müsst euch vorstellen, das Boot ist funktional eigentlich wirklich das Beste, was man haben kann. Denn von hier bis hier vorne ist alles Stauraum. Und hier passt alles rein. Also guck mal. Hier einen ganzen Berg mit Sachen. Und das passt alles hier in diesen kleinen Stauraum rein. Zack, den haben wir hier. Auch alles schön schwarz lackiert, so wie es mir gefällt. Hier sogar eine Gummimatte zum Schützen. Und zack, einfach zumachen. Alles passt rein. Das ist, by the way, die Plane. Wie findest du das Boot, Schatz? Mega. Dann haben wir hier noch dieses kleine Fächlein. Da fragt ihr euch sicherlich, wofür das ist. Eigentlich auch sehr simpel. Für den Anker. Hier ist der Anker mit genügend Schnur. Und ich denke mal, vom Platz her für ein Boot, was 1,60 Meter breit und 4,10 Meter lang ist, ist schon echt viel dabei. Dann habe ich hier noch 2 schöne Edelstahlklampen für die Anker. Hier sind meine Routen. Zack. Ein Echolot. Garmin Vivid Striker CV5, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber kann man dann dementsprechend nochmal in den Kommentaren fragen. Und hier haben wir ganz viel Proviant und Klamotten und alles Mögliche. Und hier ja nur die Lampe für Nachtbeleuchtung, die ihr by the way genau hier befestigt. Könnt ihr sogar zumachen, zack, damit da kein Wasser reinkommt. Das Einzige, wo ich wirklich zugeben muss, das habe ich leider nicht bedacht vor 3 Jahren, als ich dieses Boot gebaut habe. Und zwar, hier könnte man eigentlich einteilige Routen reinbauen. Da müsste man eigentlich einfach nur zum Baumarkt gehen, Rohre kaufen und da 2, 3 Löcher bohren. Und schon hätte man einteilige Routenfächer. Das habe ich leider nicht bedacht, aber zu der Zeit habe ich, wie gesagt, nicht mit einteiligen Routen geangelt. Jetzt tue ich schon. Bei mir liegen die jetzt immer eigentlich hier und hier. Da hatte ich jetzt keine Lust mehr, irgendwas rumzufummeln und zu machen. Aber eigentlich nur einen Tag Arbeit und dann hat man es. Ein 15 PS Motor, 42 km/h, wenn man alleine ist. Mit diesem Mädel drauf, wenn ihr ungefähr genauso ein Mädel mit drauf habt, dann fahrt ihr so circa 39 bis 40. Und das Allerkrasseste, zu viert kommt man immer noch ins Gleiten. Dauert dann zwar ein bisschen länger, aber man kommt ins Gleiten. Heißt, man könnte theoretisch mit 4 Leuten angeln gehen und man kommt ins Gleiten gut. Man muss natürlich sehen, wie schwer die Leute sind. Aber ich habe hier mal ein Beispielvideo für euch mit 2 Jungs und 2 Mädels. Und da kam es problemlos ins Gleiten und wir sind so 33, 34 km/h gefahren. Also Was will man mehr? Natürlich gibt es auch auf diesem Boot voll ausgestattete Elektrik. Heißt, hinten ein Licht, vorne ein Licht, also grün-rot. Dann habe ich Unterwasserlichter, LEDs, die sehen richtig, richtig geil aus. Und ursprünglich gab es sogar mal eine Bilgenpumpe, die habe ich aber dann rausgenommen, weil die irgendwann mal kaputt gegangen ist. Ich hatte keine Lust, noch eine neue reinzumachen, weil da eigentlich nie Wasser reingekommen ist ins Boot und deswegen habe ich die irgendwie nie gebraucht. Dann befindet sich in diesem Fach die 70 Ampere-Stunden Water-Batterie. Ist eine super Batterie, hält richtig lange, also da könnt ihr wirklich fast eine Woche oder sogar mehr als eine Woche auf dem Boot chillen und da wird auf jeden Fall alles funktionieren, Lichter, Echolot, alles. Zu diesem Schaltpanel nochmal ein kleiner, schneller Durchgang. Licht vorne, Licht hinten, LED-Lichter. Hier haben wir aktuell einen Platz frei sozusagen für die Bilgenpumpe, wenn man sich eine einbauen möchte, und hier Echolot. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Zigarettenanschluss. Hier haben wir zwei USB-Ports, also zum Handyladen auch perfekt. Und alles in einem, würde ich sagen, ist das ein wirklich richtig, richtig gutes Boot, gerade für die Havel, für die Spree, für solche Gewässer, die, sagen wir mal, etwas größer sind, aber halt noch nicht extrem, extrem wellig. Denn für die Ostsee ist dieses Boot definitiv nicht gedacht. Da würde ich nicht mit drauf fahren, da ist es nicht rauwassertauglich genug. Ich denke, ich konnte euch einen relativ coolen Einblick zu diesem Boot geben. Der allerletzte Tag auf diesem Boot musste auch noch schön entspannt genossen werden. Schon sehr entspannt, oder Schatz? Sehr schön. Und dementsprechend, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.